Herzlich willkommen zu St. Nikolai im Ohr. Heute zum Adventslied O Heiland, reiß die Himmel auf. Mit Musik von Frank Schreiber und Gedanken von Frank Erichsmeier. Worte des Gebets aus dem Buch des Propheten Jesaja. Gott, schau vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit, sie hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Wir aber sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, wenn du tust, was wir nicht erwarten. Von alters her hat man es nicht vernommen, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohltut denen, die auf ihn harren. O Heiland, reiß die Himmel auf. 400 Jahre ist es nun schon alt, das Adventslied von Friedrich Spee, und wird doch immer noch gern gesungen. Die Adventszeit war eine andere damals, am Beginn des großen 30-jährigen Krieges, und das spürt man diesem Lied auch ab. Es geht ans Eingemachte, so könnte man es wohl sagen, wenn der Liederdichter der im Advent wartenden Gemeinde Worte der Sehnsucht und Worte der Klage in den Mund legt. Worte, die unbeschönigt die Misere der Gegenwart formulieren. Hier leiden wir die größte Not und die fast verzweifelt Ausschau halten nach einem Gott, damit der doch endlich eingreifen möge in die Wirrungen dieses Lebens. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Wenn wir dieses Lied singen, könnte es uns daran erinnern, was Advent auch bedeuten kann, jenseits aller vorweihnachtlichen Gefühlsduselei und Hektik, ohne Weihnachtsmärkte und Glühwein. Advent, das ist auch, oder könnte doch sein, eine Zeit des Sich-Ehrlich-Machens vor Gott. Eine Zeit, um uns einzugestehen, wie wenig von ihm vorkommt in unserem Alltag. Aber auch eine Zeit, um vor ihm darüber zu klagen, wie wenig er, Gott, sich spüren lässt in unserem Leben. Wo ist denn nun dein Eifer und deine Macht, Gott? So haben es die Israeliten schon vor Jahrtausenden ihrem Gott entgegengehalten. Worte, die uns vielleicht gar nicht mehr so fern scheinen, die uns selten so nahe waren, wie in diesem zweiten Advent in der Pandemie, den wir nun erleben, um nicht zu sagen, den wir nun durchstehen müssen. Was nicht leer ist, das kann nicht voll werden. Diese ebenso schlichte wie tiefe Wahrheit
aus der Gotteserfahrung aller Zeiten. Sie gehört in den Advent. Und nun vielleicht gerade in diesen, den wir da gerade erleben. Einen Advent, der ins Eingemachte geht. Wie gut, wenn wir mit dieser Erfahrung nicht allein bleiben müssen, wenn wir dann Worte finden, Worte eines Liedes, Worte der Bibel, mit der wir diese Erfahrung der Lehre aussprechen, ja, vor Gott bringen können. So könnte mitten in der Lehre die Sehnsucht wachsen, und mitten in der Sehnsucht könnten wir es erleben, dass der graue Himmel da über uns doch aufreißt. Dass Gott ihn aufreißt und sich zeigt, anders, unerwartet, mitten in der Tiefe unseres Lebens. O Heiland, reiß die Himmel auf. Herab, herab vom Himmel, lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ, ihr Wolken brecht und regnet aus den König über Jakobs Haus. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Da wollen wir all danken dir, unserem Erlöser für und für, da wollen wir all loben dich zu aller Zeit und ewiglich.